Willkommen zu Dornröschen. Haha, nein, nein, willkommen zu God of War Ragnarök und willkommen bei IDK Gaming for You. Ich bin euer Dennis. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren bitterkalten Folge. Und wir haben gerade Freya besucht. Die hat sich dann schön mit Dornenbüschen einmal zugekleistert und wir wandern zurück zu Sindri, nehmen noch eine schöne Lootkiste mit und gehen dann wieder nach Hause und hoffen, dass Kratos nichts gemerkt hat. Wir haben ein neues Accessoire, Metallreste aus Tyrs Tempel, verschmolzen mit Klingstein, das wir mitnehmen konnten. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir sagt, wie taugt euch das Game? Habt ihr es euch auch geholt? Ja, nein, vielleicht. Oder was ist so euer erster Eindruck und Feedback zu dem Spiel? Na schön. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Unterstützung. Danke fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar, ein kostenloses Abo da und schau mal unten in die Videobeschreibung rein. Da ist nämlich der Einladelink zu meinem Discord-Server. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wisst ja, ne? Wir legen wie immer direkt los und ich bin mal still. Viel Spaß beim Zuschauen. Gut, dass ich gerne klettere. Ja, läuft bei dir. Und keine 10 Sekunden hat es gedauert und ich bin schon wieder am Quatschen. So, sie ist eigentlich nicht. Ymir sei Dank. Dir geht's gut. Wie ist das gelaufen? Ich dachte schon. Sindri, ich hab doch gesagt, ich kann das. Aber sie wird uns wohl nicht helfen. Na, das würde ich so nicht sagen. Aber Sindri war fleißig, hat hier klar Schiff gemacht, ne? Und wir können mal gucken, wo ist deine Halskette? Was hier so geht. Oh, ich habe nachgedacht und sie abgelegt. Sie hat sie, nicht wahr? Heute war dein Glückstag. Also erzähl, wie war es mit dem Chaos? Sie hat sie und oh shit, jetzt wissen wir, wer den Laden kaputt gemacht hat. Oh, guck mal, ich kann auch schießen, Bastard. Mini-Bosskampf. Nope. Locker. Ja, ab in den Ulti. Ja, ja. Die Kombi ist einfach zu gut. Fast hätte er uns erwischt. Rabams. In die Luft geschleudert. Kleine Mistviecher. Puh, guter Block. Schön daneben geschossen. Und voll ins Auge. Ich wollte gerade sagen, Sindri hat es hier echt schön gemacht, aber fuck. Schließlich hast du einen Tisch gemacht. Niemals, dann bist du tot. Stimmt. So, erzählen wir Vater davon. So, Vater wird auffallen, dass du die Halskette nicht mehr trägst. Und damit kriegt er uns an den Sack. Eine Sache, die ich lange vor meinem Bruder geheim hielt. Oh, Sindri hat Geheimnisse? Ich erzähl's dir auf dem Rückweg. Los, komm. Na, dann mal los. Leben. Immer gut. Auf. Okay, der hier. Sieht auch noch eine drauf. Ah, wie er sich treffen lässt von uns, ne? Bastardo. Oh, shit. Ich mag halt den Nahkampf okay, viel, viel lieber als den Fernkampf. Wie war das? Lange vor deiner Geburt gab es einen Unfall in der Schmiede. Brock starb. Was? Brock ich starb? Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich ging zum Seelensee in Alfheim, um ihn zurückzuholen. Legionen von Seelen versuchten mich aufzuhalten.
Ich spüre immer noch, wie sie über meine Haut kriechen. Allerdings konnte ich nur 3 seiner 4 Seelenteile zurückholen. Oh, what the fuck? Brock dachte, er war bloß ohnmächtig. Ich habe ihm nie die Wahrheit gesagt. Das krass. Ich an ihr. Du musst es ihm sagen. Er hat ein Recht darauf. Wenn die Zeit kommt. Er hat nur 3 der 4 Seelen zurückholen können. Das ist nicht dasselbe. Schau mal, Sindri ist echt schnell. Und Sindri läuft voll lustig. Wirklich? Jetzt? Rabams! So, den muss man einmal betäuben und dann 2, 3 und dann da drauf schießen. Siehst du? Zack! Jawollo! Ausgewichen und feuerfrei. Boom! Boom. Chuck Norris. Roundhouse Kick. Oh, wir werden immer stärker. Jedenfalls hast du was Mois. Gutes getan. Du hast Brock gerettet. Ich hab Mist gebaut. Nein. Ich traf eine Wahl. Eine, die nicht meine war. Was heißt das, eine Wahl? Ich konnte nicht allein sein. Die anderen Zwerge mieden uns als... Sie ihn sahen. Wir gingen. Hielten zueinander. Naja. Ist Brock deswegen blau? Es muss dich nicht beschränken. Gehen wir heim, bevor Vater aufwacht. Das ist heute Nacht. Was er da baut. Vielleicht dein bester Einfall, Trey. Trey? Ist ein... Klappe. Trey heißt bestimmt... Darf Freund oder Kumpel oder irgendwie geben? Sowas. Ist denn einer? Wie du meinst, Log. Auf Nein? Zwergisch. Log. Log. Okay, Log. In Ordnung. Wollen wir? Alter, zieht euch das rein. Ich will da drüber laufen. Ich will das alles hier erforschen. Oh mein Gott. Sieht das geil aus. Okay, komm, gehen wir. Sehr gut. Ich will nicht mit leeren Händen kommen. Nach dem Fehlschlag mit Tyr wollte ich mal langsam, kleiner Jürgen. Tyr hat deine Erwartungen vielleicht nicht erfüllt, aber ein Fehlschlag? Du hast ihn vor einem schlimmen Schicksal bewahrt. Das ist nicht wenig. Und wir haben ihn gefunden und wir haben recht gehabt. Also Tyr war definitiv ein Erfolg. Aber Vater macht dabei nicht ewig mit. Er hat wahrscheinlich schon unser nächstes Versteck ausgesucht. Tja, machen wir es nicht schlimmer, indem wir erwischt werden. Wenn wir ankommen, verwische ich unsere Spuren am Tor und schleiche hinten. Alter, wir werden so auf den Sack kriegen. Aber schnell. Das wird nicht klappen, Sandri. Wir werden so auf den Sack kriegen. Aber dann mal los. Los, los, los. Hier kann ich nicht weiter. Schnell zur Tyr rein. Das ist nicht die Gefahr, die mich besorgt. Trauen wir dem Pfad, den sie für uns wählen werden. Ich traue ihrer Weisheit. Und näher kommen wir nicht an ihren direkten Rat. Bist du sicher, dass die Riesen nicht zum Krieg raten? Ich sagte, sie sind weise. Nach meiner Erfahrung geht das mit Frieden einher. Oh, kleiner Bruder! Hab ich's doch gewusst! Atreus, wo warst du denn? Damn. Pinkeln. Ich hoffe, ihr habt Pinkeln. Wie ein Bär. Ah, sind alle so ausgeruht wie ich? Bin gleich unten. Alter, sie kaufen es nicht ab. Guck mal, schön Familienessen hier. Sind das Würstchen? Klar, warum nicht? Mega. War Essen früher nicht besser? Dann würdest du sicher gerne mal für diese Bande kochen. Hat er ihm ins Gesicht gespuckt.
Was? Atreus, wir planen das nächste Ziel. Oh, und wo geht's hin? Alfheim, die Heimat der Alben. Alfheim? Du hast Alfheim und wir ziehen dahin? Hinziehen? Nein, wir suchen Informationen. Der Schrein von Groa, Kleiner. Dein Vater sagt, du hast ihn gefunden. Groa? Hüterin des Wissens? Oh, vielleicht kann ich dort dein Geheimnis lüften. Ja, warum nicht die Seherin, die alles sah? Ich wusste nicht, ob du... Egal, klingt toll. Oh, die Seherin, die alles sah. Die sah auch, dass er sich davongeschlichen hat. Vergiss nicht das, womit du dorthin kommst. Wisst ihr was? Ich baue einen größeren Tisch. Nice. Aber was für eine komische Situation ist das denn, dass die da alle am Tisch sitzen und essen? Wenn ihr bereit seid. Also, wenn dein Vater bereit ist, sollte ich sagen. Wenn mein Rat euch helfen kann, die gesuchten Antworten zu finden. Ich krieg's nicht mehr. Und ich glaube, es wird mir gut tun, das Licht von Alfheim wiederzusehen. Dieses Alpenlicht ist verdammt gut. Boah, ich musste mal kurz auf Stumm schalten. So, genug gegessen, genug gesessen. Von wem stammt dieser Plan? Oh, von Mimir natürlich. Ich habe nur gefragt, wie du mich gefunden hast. Und er erklärte mir die geheimen Prophezeiungen. Alter. Ein Begleiter-Accessoire-Platz ist leer. Wählen Sie Ihren Begleiter im Rüstungsmenü aus, um Accessoires auszurüsten. Okay. Erstmal Loot mitnehmen. Schön, dass da jedes Mal neuer Loot für uns drin ist. Mal her damit. Wir reden mal mit ihm. Er hat's getan. Tyr hat wirklich in meiner Besenkammer geschlafen. Ist das normal für euch große Götterwesen oder nur für die, die ein, zwei Leben lang eingesperrt sind? Okay. Rüstung. Spezialgegenstände. Accessoires. Verbessert. Schall nachbeben. Metallreste aus Tyrs Tempel. Okay, was brauchen wir als nächstes? Bestiengebei. 2 von 5 haben wir, ne? Okay. Rüstung. Wir haben schon die stärkste. Ausrüstung. Oh. Aha. Nürveliers beste Armschützen. Nehme ich mit. Herstellen. Diesmal lässt du keine Spritzer draufkommen, oder? Ausrüsten. Kratos? Direkt verbessern. Fast gut. Geil. Level 3 direkt. Super. Und die Hüftrüstung. Stärkste haben wir schon, aber können wir auch verbessern. Das nice. Mein bestes Werk wie das sein. Gürtel der Macht. Okay, Zwergenstall brauchen wir dafür. Nice. Ich gucke nur noch mal ganz kurz. Axttechnisch, Chaosklingentechnisch, Schildtechnisch geht nicht mehr. Okay. Let's go, Leute. Let's go. Auf nach Alfheim. Bin hinter dir. Wir treffen uns gleich beim Tor, Freunde. Ah, das sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. Verzeihung, bitte. Darf ich mir dich mal ansehen? Ganz kurz, versprochen. Oh, what the fuck? Meine Güte, was für ein strammer Körper. Bestimmt in der Lage, die vielfältigsten Akte der Gewalt auszuüben. Was ist hier los? Das Eichhörnchen, das den Weltenbaum hütet. Dieser köstliche Duft, ist das... Alice im Wunderland, oder wie? Ah, ja. Bernsteinharz.
Köstlich nussig mit einem Hauch von Tintenfisch. Nein. Kein Freund kulinarischer Experimente. Halt. Wenn du Ratatouille bist, warum bist du so anders, wenn wir dich rufen? Lange Geschichte. Doch du hast recht. Ich bin wirklich Ratatouille. Was ihr als Ratatouille kennt, ist eine Spektralerscheinung. Sag das mal zehnmal schnell hintereinander. Ratatouille. Ratatouille. Entfernt, dass er eine eigene Person ist. Apropos. Bitterkeit, möchtest du deine Freunde sehen? Verpiss dich, ich will nicht. Ich schätze, das zu erwarten. Aber egal. Ich habe jetzt den Bernstein für dich weggelutscht. Willst du den Samen zurück? Ein Samen? In der Tat. Ein Samen von Yggdrasil, genauer gesagt. Seit meine Zwergenpächter alles etwas umgestaltet haben, braucht man solche Samen, um neue Ziele an meinem Baum zu öffnen. Geil. Was? Ja, mein Baum. Hier, ich zeig's euch. Na, dann zeig's uns mal, Mr. Eichhörnchen. OMG. Alles wird echt immer fancier. Welten voller Möglichkeiten. Pfade verzweigen sich wie Äste des Yggdrasil. Okay. Es gibt Alfheim oder es gibt die Nebenmission. Niflheim. Diese Welt ist uralt und leicht klebrig. Odins Augen. Neue Yggdrasil-Samen für Alfheim. Okay, pass auf, Leute. Wir spielen die Nebenmission. Weil ich glaube, hier können wir immer hinreisen. Ich weiß aber nicht, ob wir, weil wir jetzt gerade nur genau von Niflheim den Samen haben, ob wir nicht nur einmal hier hinreisen können. Also bestätige ich das jetzt. Wenn wir noch nicht nach und wir machen die Hauptmission in der nächsten Runde weiter. Hier auf uns warten. Okay. Das waren Einherjar? Ich dachte, Einherjar wären nur Geistern, weil halbes Ragnarök beginnt. Sie waren keine Geister. Ganz genau. Odin muss ein Schlupfloch gefunden haben, um seine Truppen als stehendes Heer einzuberufen. Vielleicht etwas, das er nur ohne ehrliche Walküren tun konnte, die ihm im Weg gestanden hätten. Wie geil ist das denn? Neue Welt, Niflheim. Und neuer Charakter wieder, Alice im Wunderland. Eichhörnchen. Alter, wie geil ist das denn? Der Rabenbaum. Müssen wir denn hier sein? Diese armen Schweine mit ihren zerschmetterten Seelen sind mir echt unheimlich. Moment. Alter. Odins Raben? Die, die wir schon die ganze Zeit erledigt haben? Oh, what the fuck? Frei sind wir, vom Vater frei. Unser halbes Leben nun niemand anderer mehr sein. Erforderliche Raben 4 von 6. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Aber hier geht definitiv noch mehr vor sich. Nö. Und hier? 4 von 12. Lass mich raten. 4 von 18. Nein, zieht euch das rein. Hier gibt's. Oh mein Gott. Wenn wir die Raben von Odin killen, kriegen wir unglaublich viel Loot. What the fuck? Ist das geil. Ja, ich sag ja zu Raben. Boah, wir müssen unbedingt mal eine Rabenfolge machen. Shit. Okay, das ist ziemlich cool. Hier drüben ist was. Eine Erinnerung an den Krieg. Du könntest dies als Trainingsarena nutzen, wenn du möchtest. Du würdest gegen Erinnerungen von Gegnern kämpfen und sie können dir nicht schaden. Okay. Draugar-Training. Hinweis, in der Rede halten sie weder EP noch Hacksilber. Und Grimm-Training. Okay, wir haben eine Sparringsarena. Ist ja nice. Aber nachdem uns das nichts bringt, machen wir es erstmal nicht. Also, Training hatten wir genug. Wir haben God of War 3 zuletzt gespielt als Road to Ragnarök. Und wir haben God of War 2018 gespielt. Sollte genügend Training sein. Okay, meine Lieben. Dann müssen wir jetzt zurück
zum Pfad zu Sindris Haus. Ist das geil. Das ist ja echt der Hammer. Ymir, was glaubst du, was es bedeutet, dass immer mehr Räuber als Heerläufer zurückkehren? Die Befreiung der Walkürenkönigin sollte doch die Welten ins Gleichgewicht bringen und das verhindern. Das ist eine gute Frage und eine beunruhigende. Wenn Heel sich wieder gefüllt hat, deutet das darauf hin, dass irgendetwas Sigruns Bemühungen behindert. Oder etwas noch Dringenderes sie ablenkt und von Besuchen ablenkt. Selbst von Gelegentlichen. Ja, tut mir leid, Ymir. Leute, ey, das Spiel, das hat mich echt, das hat mich in seinem Bann. Und es tut mir so leid, dass ihr es jetzt gerade im Livestream nicht sehen könnt. Wir sind immer noch beschäftigt mit dem Bug, den wir haben, einfach, dass wir mit der PS5 auf einmal nicht mehr livestreamen können. Das liegt aber daran, habe ich gehört, dass es anscheinend einen von PS5 oder beziehungsweise einen von God of War auf der PS5 ausgeführten Bug geben muss anscheinend, weshalb das nicht mehr funktioniert. Andere PlayStation 4 und so weiter sind schon abgestürzt deswegen. Meister Kratos, auf ein Wort bitte. Meister Kratos, auf ein Wort bitte. Natürlich. Wir haben gerade geredet. Wer hat das gesagt? Ah, jetzt kann ich da hinreisen. Aber er wollte doch vorher noch mit uns reden. Wo ist er? Hier ist er. Sprich. Solltest du einmal meine Dienste benötigen und ich gerade nicht da sein, habe ich dieses praktische Windspiel angebracht. Wirf einfach deine Axt. Bitte. Ah, du hast es begriffen. Also gut, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Wie dem auch sei, möchtest du über sonst noch etwas reden? Nee, alles gut. Ich habe eine Frage. Vorzüglich. Ich biete den Wissbegierigen gerne meine Führung an. Hinter dem Vorsprung, bei dem Tor dort, habe ich diese Drachen bemerkt. Drachen? Oh nein, junger Meister Atreus, das sind Lindwürmer. Der Nachwuchs Nidaugers. Nidauger? Das ist die Mutter? Richtig. Sie ist außerdem gewissermaßen ein wichtiger Teil des Lebenszyklus von Yggdrasil. Ich kümmere mich hier oben um die Äste. Und Nidauger frisst von unten die Wurzeln. Okay. Wir werden woanders gebraucht. Ganz schön viel Blablabla. So. Auf nach Alfheim. Let's go, baby. Vielleicht kannst du mir unterwegs mehr von deiner letzten Reise ins Land der Alben erzählen. Natürlich. Alfheim war unsere erste Weltenreise mit deinem Tempel. Freya wollte mit uns kommen, aber Odin hat sie verzaubert. Sie kann Midgard nicht verlassen. Wie furchtbar. Wir kämpften uns also durch eine Armee von Dunkelalben zurecht. Ihr wart beteiligt am Albenkrieg? Nicht freiwillig. Wir wollten unseren Bifrost füllen, als sie uns angriffen. Dunkelalben hüllten alles in klebriger Stoffsubstanz ein. Wir befreiten es und die Lichtalben kehrten zurück. Bei Fame schien es besser zu gehen. Tatsächlich? Tyr scheint wohl noch irgendwie was zu wissen, was wir nicht wissen. Der Pfad. Groas Geheimnis hat begonnen. Wir sind in der Strönd. Und ich sage, wir machen weiter in der nächsten Folge und laufen mit Tyr durch Alfheim. Also, lass gerne ein Like, Kommentar, ein kostenloses Abo da. Ich freue mich über deine Unterstützung. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss.